Gegen 15.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, da zwischen Soltau und Dorfmark auf der L163 ein Tanklastzug verunglückt war. Bei Ankunft stellte sich dann raus, dass der 24 Tonnen Salzsäure geladen hat. Glücklicherweise wurde das Fahrzeug, der Tank, durch den Unfall nicht beschädigt. Aktuell treten nur durch den Domdeckel kleine Tropfen an Salzsäure aus, sodass zurzeit keine gravierenden Umweltgefährdungen da sind. Die Feuerwehr ist vor Ort, sichert zurzeit den Brandschutz, sichert die Einsatzstelle. Die Fahrbahn ist komplett gesperrt. Es wird auf ein Ersatzfahrzeug von der Firma gewartet, um dann entsprechend die 24 Tonnen umzupumpen. Dabei wird die Feuerwehr entsprechend unterstützen, wahrscheinlich noch ausleuchten, weil es länger dauern wird, Brandschutz sicherstellen und die Aufräumarbeiten dann entsprechend unterstützen. Ja, Salzsäure, wie der Name schon sagt, ist eine Säure, die ist entsprechend ätzend. Bei größeren Mengen, wenn sie austritt, kann sie natürlich das Grundwasser verschmutzen. Das ist die eine Gefahr. Und sie hat natürlich auch eine Gefahr für entsprechend die Menschen, für die Tiere, weil sie, wie gesagt, ätzt und dadurch eben schwere Verletzungen herbeiführen kann. Die Ortsfeuerwehr Soltau ist zuständig. Die ist auch hier der Einsatzleiter mit seinen entsprechenden Einsatzkräften und den Fahrzeugen. Parallel dazu wurde die Kreisfeuerwehrbereitschaft Umwelt eingesetzt, beziehungsweise ist alarmiert worden. Einmal mit dem Gefahrgut und mit dem Dekon-Zug. Die sind im Moment in Bereitstellung und warten darauf, dass sie die Einsatzstelle anfangen können.